Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Wer gerne mal ein kostenloses HUD-Display auf seiner Autoscheibe angezeigt bekommen möchte, der sollte sich jetzt mal folgendes Video von mir anschauen. Dafür benötigt ihr eine App, die nennt sich Android Tacho. Diese ist 2,3 MB groß und ihr könnt sie kostenlos im App Store herunterladen. Ich zeige mal ganz kurz, wie die App aufgebaut ist. Hier oben ist die Geschwindigkeit, darunter die zurückgelegten Kilometer und darunter die zurückgelegte Zeit. Hier unten habt ihr einen Aufnahme-Button, da könnt ihr eine Route oder einen Standort aufzeichnen. Rechts daneben das X, damit setzt ihr den Timer von der Uhr oder die zurückgelegten Kilometer zurück. Ich drücke mal da drauf und jetzt habt ihr gesehen, beginnt wieder bei 0. Scrollt ihr nach links oder scrollt ihr einmal nach rechts, wird euch noch ein Menü angezeigt. Ganz links befinden sich noch Statistik, Aufnahmen, HUD gespiegelt, Ankerwache, Einstellungen und Beenden. In Statistik bekommt ihr dann verschiedene zurückgelegte Werte angezeigt. Hier haben wir zum Beispiel die Fahrgeschwindigkeit und die Kilometerangaben. In Aufnahmen wird die von mir eben aufgezeigte Route angezeigt. Das wäre diese hier. Hier sieht man halt Start-Stopp, die zurückgelegte Strecke, mittlere Fahrgeschwindigkeit, maximale Fahrgeschwindigkeit und die Pausen. Drückt ihr HUD gespiegelt und legt das Smartphone dann unter die Autoscheibe, wird alles das, was hier auf dem Display angezeigt wird, auf der Frontscheibe wiedergespiegelt. Interessant sind natürlich noch die Einstellungen hier. Dort könnt ihr die persönliche Werbung ausschalten. Wollt ihr die Werbung komplett ausblenden, müsst ihr 2,50 Euro bezahlen. Wollen wir jetzt mal nicht. Dann kann man hier noch automatischer Nachtmodus einstellen, verwendete GPS-Geschwindigkeit, die Intervalle, die halt abgefragt werden, also hier zum Beispiel eine Sekunde habe ich eingestellt, man kann auch 5, 10 oder 15 Sekunden einstellen. Und noch jede Menge weitere Funktionen. Es können auch noch verschiedene Einstellungen unter Layout oder HUD-Layout bzw. bei Geschwindigkeit eingestellt werden. Hier habe ich zum Beispiel eingestellt, das seht ihr nachher in meinem Video, dass ich bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h aufmerksam gemacht werden möchte. Dann habt ihr hier noch so Kartenfunktionen bzw. Einstellungen. Da kann man verschiedene Karten runterladen oder hier unten Einstellungen vornehmen. Scrollt man nach ganz rechts, gibt es auch noch verschiedene Einstellungen. Zum Beispiel Routenaufzeichnung starten, Standort speichern, Kartenansicht öffnen, Messungen öffnen, Kilometerzähler zurücksetzen, Timer zurücksetzen, Head-Up-Display öffnen, Pop-Up-Tacho öffnen. Pop-Up-Tacho sieht zum Beispiel so dann aus. Drückt ihr dann hier wieder drauf, kommt ihr automatisch wieder zurück. Jetzt habe ich euch mal ein paar Funktionen gezeigt. Ihr müsst halt selber mit der App mal ein bisschen rumspielen und die ein oder andere Einstellung dann vornehmen. Jetzt gehen wir aber mal in mein Auto und schauen mal, wie gut die App funktioniert. Mein Smartphone steckt ja in so einer Schutzhülle, die man umfunktionieren kann zu so einem Ständer. Man könnte jetzt, wenn man hier so eine Auflage hat, zum Beispiel da das Smartphone hinstellen. Und das Ganze sieht dann gespiegelt im Dunkeln so aus. Hier oben wird das dann in der Fensterscheibe dargestellt. Man könnte es aber auch in die vordere linke Ecke direkt unter der Frontautoscheibe platzieren. Und das Ganze sieht dann im Eck so aus. Die Spiegelung wird jetzt ziemlich weit unten links auf der Windschutzscheibe angezeigt. Jetzt fahren wir gleich mal los. Links im Eck da hinten sieht man das gespiegelte Display. Und da hinten, am Ende von meiner Garage an der Rückwand, da ist mein geiler Frosch. Ich habe mal den Kilometerzähler von meinem Tacho hier auf 0 zurückgesetzt, weil ich nachher mal vergleichen will, wie genau der Kilometerzähler von der App ist. Auf meinem Tacho habe ich jetzt ungefähr 60 Kilometer. Und der Tacho von der App zeigt ja ungefähr 56 an. Man muss ja immer noch ein bisschen was beim Tacho abziehen. Und dieser hier arbeitet ja mit GPS. So, wir sind jetzt auf der Schnellstraße. Jetzt kann ich ein bisschen Gas geben.
km/h, um zu gucken, ob die App auch richtig funktioniert. 100. Ja, jetzt hat sie 100 gesagt. Gucken wir mal gerade auf meinen Tacho. Mein Tacho sagt 100. Ja, nicht ganz. Und jetzt sind wir bei 90. Ich muss noch mal ein bisschen Gas geben, dass ich auf 100 bin. Moment, zeige ich noch mal gerade. Jetzt haben wir ungefähr 100 und es sind 95 per GPS. Also funktioniert die App schon von der Geschwindigkeit her richtig genau. Und so sieht das Ganze dann bei Fahrt aus. Ich tue jetzt mal auf 100 km/h beschleunigen und dann hört ihr gleich, dass der 100 sagt. Jetzt mal weggucken, ich blink nicht. Man kann nämlich einstellen, dass der bei einer bestimmten Geschwindigkeit eine 100. Ansage macht. Habt ihr gerade gehört? Ich gehe noch mal gerade ein bisschen runter. Moment, gehen wir runter. Jetzt gehe ich schon mal auf 100 und dann hört noch mal zu. Jetzt hat er wieder 100 gesagt. Das ist halt so eine akustische Warnung, die man einstellen kann. Mit dem Auto bin ich jetzt ca. 18,7 Kilometer gefahren. Und laut der App sind es 18,47. Das ist ein bisschen weniger, weil der hat eben, glaube ich, mal kurz das GPS-Signal verloren. Aber ansonsten ist sie schon ziemlich genau. Home sweet home, wir sind jetzt wieder daheim. Also ich kann nur sagen, das ist eine witzige kleine App, die kostenlos noch dazu ist. Und wer Spaß daran hat, sollte sich einfach mal runterladen, auf seinem Android-Smartphone installieren und da mal schauen, wie gut die bei ihm dann selber funktioniert. Das war wieder der Test Michel von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres interessantes Video. Und dann sage ich mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.